Hi, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Ich habe gerade hier wieder eine Spinnenkönigin besiegt. Ja, und befinde mich insgesamt im Kristallhain in Drachenfels. So, ich darf jetzt mit dem Bastian Wildzähmer noch ein kleines Schwätzchen halten. Und hoffe, dass ich reichlich entlohnt werde für diese überaus doch ziemlich leichte Quest. Muss ich schon sagen. Besser. Vielleicht bemerkt man es nicht gleich, aber ich glaube, dass die Spinnenpopulation nach und nach wieder ihren Normal... Danke für deine Hilfe. Nachdem ich gesehen habe, wie schlimm die Zustände hier sind, noch eine Quest. Mache ich mir Sorgen um die Spinnen im Würde es dir große Umstände bereiten, wenn du mir Proben der Spinnen von dort drüben besorgst? Das wäre mir jedenfalls eine große Hilfe. Meinst du, ich habe nichts Besseres zu tun, du komischer Typ mit diesem seltsamen Teil auf der Stirn? Was soll das überhaupt? Ach Mensch. Riech meinen haarigen Arsch. Und jetzt los geht's. Drachenarsch, meinte ich. Also ist er nicht haarig, sondern schuppig. Ist auch egal. Besiege Nordheinspinnen und hole Proben. Schimmerwitwe. Ich dachte im Schlemmerwitwe. Verdorbener Weber. Moment mal. Kristallkriecher. Was ist das denn? So, ne? Drachenakademie. Die Bilder sind immer so lustig. Hier. Bissebritzel. Finde ich toll. Also das muss ich schon sagen, das ist wirklich ganz süß gemacht. Ist das süß? Dachte, oh, ach guck mal, gut, dass ich an so einem Teil vorbeikomme. Da wäre mir gar nicht... guck mal, ich darf nachher wieder Kisten sammeln. Na gut. Jetzt muss ich erstmal ein Plätzchen finden. Huch, was war das denn? Ach, eine Silbertruhe. Sollen wir? Ach, warum mache ich es eigentlich? Macht doch eh keinen Sinn. Juhu, mal was ganz Neues. Endlich mal wieder sowas. Endlich mal etwas, was meinem Niveau entspricht. Oh, ich sollte hier mal ein bisschen voran machen. Noch ein Verbindungsteil, bitte. Das war's? Nein, nein, nicht aufgepasst. So, jetzt aber. Oh, welch Wunder. Ich habe gewonnen. Riese. Oh! Ach, das ist ja mal eine nette Goldkarte. Hm. Wird der Inhalt dieser Truhen mit steigendem Level oder mit je nachdem, in welcher Welt ich mich befinde, eigentlich besser? Das würde mich mal interessieren. Besiege Nordheinspinnen. Lass noch mal gucken. Das ist der Nordheil. Okay. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich diese Spinnen besiegen könnte, ohne dabei wieder hier mit anderen Viechern in Kontakt treten zu müssen. Komm. Ist hier unten denn irgendwas? Nein, da unten lungert nie jemand rum, ne? Ach, was ist das denn? Wie lustig, kleine Drachen. Die sind mir aber neu. So, hier müssen auch irgendwo noch... Zählt ihr denn auch schon? Komm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr auch schon zählt. Verdorbener Weber. Bist du verdorben? Ah, ich habe schon wieder nicht die richtige... Das Deck nicht richtig. Das ist so nervig. Ich finde, man sollte im Kampf das Deck wechseln können. Das wäre aber auch zu leicht, oder? Aber es wäre cool. So, und jetzt muss ich... Jetzt muss ich 4 Proben sammeln. Hm, tja. Das ist dann immer so eine Sache, ne? 4 Proben heißt ja nicht 4 Spinnen. Aber das wissen wir inzwischen alle.
Elementarfalle brauchen wir auch nicht. Wir passen mal. Das war gleich geil. Ja, ups. Huch, hier ist noch Hill Climbing Racing. Hill Climb Racing, oder wie heißt das? Bum, 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 geschärfte Klinge. Meine lieben Freunde. Guck mal, habt ihr gesehen? Kevin Kupferknospe, Spinnenzerquetscher. Eigentlich ist das ja das ultimative, der ultimative Titel, der heißt hier. Gegen mich habt ihr gar keine Chance. Ihr blöden Tiere. So. Wundervoll. So, 1, 2, aber ich habe da wieder so ein Ding drauf. Scheiße. Das habe ich wieder nicht aufgepasst. Wisst ihr was? Ich mach's jetzt einfach. Wir wollen hier voran machen, oder? Boah, jetzt fange ich jetzt schon wieder die Gärerei an. Bei der letzten Aufnahmesession war mein Problem, dass ich plötzlich todmüde wurde, weil ich nämlich zwischen der einen und der nächsten Folge bestimmt eine halbe bis dreiviertel Stunde im Bazar war, um mich neu einzukleiden, um Sachen zu verkaufen, meinen Rucksack zu leeren und so weiter und so fort. Und das hat mich, das war sehr, zum einen ist es sehr langweilig, zum einen anderen hat mich das sowas von müde gemacht. Chitin. Warum habe ich denn jetzt nichts gefunden? Bin ich doch nicht in der richtigen Ecke, oder wie? Zählte das jetzt nicht? Ich möchte aber jetzt hier nicht gegen die anderen kämpfen. Ja, hier, ihr gehört doch auch mit dazu. Sehr gut. Wundervoll. Alter Kristallweber. Und ich habe schon wieder nicht mein Deck geändert. Oh Mann, das ist auch so... Die Geschichte ist auch so alt, ne? Dass mir das immer wieder passiert. Seht ihr, da habe ich jetzt schon einen Kampf gemacht für nix. Ich hasse das. Ich kann das echt nicht leiden. Brauchen wir alles nicht. Minus 50%, das ist aber nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Das macht mich total traurig. Scheiß Spinne, du. Das gibt Ärger. Schon wieder, ey. Mädels, warum tut ihr mir das an? Wollt ihr das mich alles unnötig in die Länge strecken oder was? Das macht mich wirklich sauer. So, was habe ich denn? Eins plus eine Verstärkung. Das bringt nicht so viel, oder? Gelitten. Wir machen es trotzdem. Und immer dieses zögerliche Aufbuffen oder Buffen und sich verstärken. Ist doch alles für die Katze, oder? Guck, es hat trotzdem geklappt, siehste? Super, der hat zwar noch minus 50%, was nicht so toll ist, aber der kriegt jetzt den runden Zauber und ist deswegen trotzdem jetzt gleich hinüber. Deswegen harren wir der Dinge, die da kommen. Wir können das noch machen. Und machen ihn jetzt damit hinüber. Siehste? Das ist doch mal schön. 2 von 4 Proben. Oh, das ist aber schön. Oh, toll. Hallo. Halt, Moment, nein, stopp, noch nicht. Nein!
Ich wollte das Deck noch wechseln, ich scheiß Trottel. Mann. Gewand des heulenden Windes. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ist schön und brauchbar. Brauchen wir den Elephant? Nein, brauchen wir überhaupt nicht. Feuerklinge natürlich. Ja, Baby. Give me the Feuerklinge. Give me the Feuerklinge, Dude. Kennt ihr, findet Nemo? Sicher kennt ihr das. Da ist am Ende schwimmt der Nemo mit diesen australischen Schildkröten und die eine Schildkröte sagt immer Dude. Finde ich voll lustig. Das war jetzt eine Story, oder? Das könnt ihr noch euren Großeltern erzählen. Wenn die mal groß sind. Phew. Dude, dann mache ich mir das drauf. Man kann ja nie wissen. Wenigstens ist da ein Eisschild drin. Ah, gucke mal. Aber wir brauchen noch einmal das hier. Oder? Brauchte ich das? Moment. Das war 500 plus. Plus 45%. Fast 50%. Und das sind auch noch Eisdinger. Ja komm, das reicht das jetzt schon. Ja, tut mir leid. Jetzt greife ich immer hier mit dem Drachen an. Den Ifrit hole ich mir schon noch, keine Sorge. Wird aber noch ein bisschen dauern. Wird wirklich noch ein bisschen dauern. Ich muss mir dafür nochmal die Folge genau angucken, wo ich gegen den 15.000er Gegner gekämpft habe. Und mir ganz genau überlegen, was nehme ich mir für Karten mit in mein Deck. Verflucht, wer war das? Ja, komm, komm, komm. Ist genug Platz für alle da. Ah, das ist ein schönes Lied. Das ist so toll. Mein Gott, das ist so toll. Ich habe mal überlegt, ein Wizard 101-Lied zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch jemals erzählt habe. Ich brauche den auch nicht. Schon wieder? Moment, ich habe doch schon eine. Von dem... Wenn man in Wizard City ist, wo man sich ja relativ häufig auch aufhält. Davon mal ein Lied zu machen, das wäre voll geil, oder? Aber es ist total schwer. Ich habe es probiert und... puh. Es ist wirklich schwer, Dude. Dude, it's so fucking hard. Sag mal, Moment, bin ich total doof? Ich habe diese mega starke Faust gerade weggemacht, obwohl ich die, glaube ich, für den Drachen benutzen sollen. Da passt man mal nicht. Nee, ist ja schon golden, okay. Ja, dann können wir loslegen, ne? Kevin, zeig uns... was du für ein Mann bist. Auch wenn du diese Kappe trägst. Aber gut, das hast du dir selber so ausgesucht. Selber schuld. Wer so rumläuft, der hat's nicht anders verdient, als von einem riesigen Eisklotz getroffen zu werden. Ja! Ach du liebe Güte, das ist ja viel zu overpowered wieder. Tschüss. Plupp, da liegt sie im Boden. Geschafft. Oh, was? Nicht gefunden. Och Mann, warum spannt ihr mich so auf die Folter jetzt? Das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair, dude. Come on. I will kill you. I will kill you and your family. Falle, Schild, fort, da, mit. Always the same Prinzip hier, aber es bewährt sich nun mal hier für den Kristallhain, das muss ich sagen. Weil die Spinnen sind nicht gerade besonders stark. Oder bin ich einfach so unglaublich stark und talentiert? Das könnte natürlich auch sein. Naja.
Große Töne spucken nach dem Kampf in Kokotopia ist nicht drin. Ach guck mal, da ahnst du nichts Böses und denkst, okay, dann hast du da vielleicht wieder einen Gegner mit 6.000, 7.000 oder so. Und dann hast du einen mit 15.000. Das hat mich dann noch ein bisschen überrascht. Um es mal milde auszudrücken. Ah, puh, ich kann überhaupt nichts tun. Ich kann nur hier sitzen und warten. Und einen Schluck kaltes, klares Wasser trinken. Oh, oh Mensch, jetzt sind die aber schnell. Ich wollte gerade noch was trinken. Komm, macht voran. In 10 Sekunden ist die Folge vorbei. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tschö! Nein, Quatsch. Jetzt warten wir noch. Weil es unheimlich spannend ist. War ja jetzt gar nicht mit zu rechnen, dass ich das schaffe. Oh, ich merke gerade, ich werde so ein bisschen überheblich. Das ist nicht gut in Let's Play. Ich krieg's dann wahrscheinlich noch dicke zurück. Proben nicht gefunden? Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Oh Mann, Leute. Es tut mir leid, da kann ich aber auch nichts für. Das ist es, was ich so hasse an dem Spiel, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann haben wir diese Spinnenquest, denke ich mal, auch geschafft. Bis dann und tschüss.